obligatorischen drei Dinge, die ich immer mit auf... Ich habe ein Luftgewehr meistens mit auf Reisen, damit ich diese Ansagen ausschalten kann, wenn ich Interviews mache. Ich mache super viele Interviews auf Reisen. Nee, was ich... Please do not watch, not Luvia unattached, but... So kann ich jetzt, Dame, dankeschön. Was ich auf jeden Fall immer mitnehme, ist mein Smartphone, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Es kann sein, dass es von der Firma Apple ist, man weiß es nicht, weil da ist meine Musik drauf. Muss ich mal mit Daumen treffen. Da ist meine Musik drauf, da ist mein Fotoapparat drauf. Dafür ist mir das tatsächlich sehr wichtig. Und ich muss immer Musik mitnehmen. Früher hatte ich immer erst einen CD-Player mit, dann einen iPod und jetzt mindestens, also ein iPhone kann man doch sagen, oder? So, wenn das nun mal gut ist, ich bin bezahlt. Sorry, müssen die anderen halt nachziehen. So, also das heißt, meine Musik muss immer dabei sein. Dementsprechend auch ein großer Kopfhörer, den ich auch benutze für Fluglärm abfiltern. Das sind ja schon zwei Sachen, ne? iPhone, Kopfhörer. Ich weiß eigentlich. Und dann, ansonsten habe ich nichts dabei. Ich gehe dann nackt mit iPhone und Kopfhörern. Ich nehme ganz gerne manchmal, wenn ich fürs Wohlgefühl nehme ich mir ein eigenes Kissen mit. Also jetzt gar nicht im Sinne von, weil ich nicht auf anderen Kissen auch toll schlafe. Es geht mir eher um den Bezug. Dann habe ich so ein kleines, von zu Hause, so ein kleines Bettwäsche, Kopfkissen mit meinem eigenen Bettbezug. Nur fürs Kopfkissen, so eher für... Eher für einen Bus oder so, wenn man irgendwo Bus fahren muss oder Zug, dann ist das immer so ein Gefühl von Kuscheligkeit mit dabei. Das ist ja persönlicher als diese Flugzeugkissen zum Beispiel. Außerdem, wenn man fotografiert wird von Paparazzi, sieht man aus wie eine Britney Spears. Die reist auch immer so, habe ich gehört. Dann laufen sie mit ihren Schlumpfsachen, mit den Ackboots und dann so ein riesen Kopfkissen. Jeder Mensch fragt sich warum, verfliegen ja First Class, ne, wo alles voller Giraffenfelder ausgestattet ist, aber hauptsache das eigene Kissen dabei. Habe ich mir einfach abgeguckt.